Heinz Nowak hat mit 66 Jahren eine Biografie über sein Leben geschrieben. Und passend zu seinem Lebenswandel hat er über 500 Freunde und Bekannte in ein Wiener Rotlichtlokal geladen, um dort sein Buch Geiler alter Sack zu präsentieren. Ich habe hier eine Präsentation heute von meinem Buch. Weißt du Bescheid? Ja, welche Präsentation? Schau einmal. Schöner fremder Mann. Oder geiler Alter, das ist ja dasselbe. Ja. Dasselbe, gell? Ja, schau. In der Schule. Wow, ein Wahnsinn. Ja? Da hat es auch schon Fotoapparat gegeben, wie ich jung war. Ja? Aber ganz selten. Nur die Reichen haben das gehabt. So. Der ehemalige Disco-Besitzer ist extra einige Stunden früher in das Bordell gekommen, um sich ordentlich vorzubereiten. Außerdem will er sich vor seiner Lesung noch entspannen. Und so nimmt er sich Madeleine an die Seite, die das Nötige dazu tun soll. Ist sehr interessanter Mann, oder? Ja. Der Gesicht, so sagen das. Warte, wenn du meine Haare erst siehst, dann glaubst du, eine Affe ist. Schatzi. Alles macht sie für mich, die Madeleine. Alles. Sicher für dich, ich mache alles. Alles macht sie. Ich hielt dich, dein Schluss ist hier, bitte nicht vergessen, nicht verloren. Aber im Zimmer tust du dann nicht so viel reden, gell? Dann tust du dann was anderes. Ich rede aber anderes. Gut. Was erwarten Sie sich noch vom Leben? Naja, so Frauen wie Sie. Keine Frage, solange es geht. Sie sehen so schnell aus. Ist das hier da, ist das hier Ihre Welt? Kann man das so bezeichnen oder eher nicht? Na ja, manchmal, sagen wir so. Manchmal, so ein-, zweimal, vielleicht im Monat maximal. Ja. Aber Welt in dem Sinn kann man nicht sagen. Ich genieße es, wenn ich mit so schönen Frauen zusammen bin, keine Frage. Aber Zukunft wird es keine sein. Ne? Und während Heinz Nowak am Zimmer entspannt, verirren sich die ersten Pressefotografen und Gäste in das Lokal und warten auf den geilen alten Sack. Ich bin gelöst, locker. Was heißt das? Dass ich nicht stottern werde, hoffe ich. Ganz rausmassiert hast du mich, gell? Es ist jetzt 13:45 Uhr, 15 Minuten vor Beginn. Und es sind noch nicht viele Leute hier. Aber das ist halt immer so, glaube ich, bei einer Präsentation um 14 Uhr Nachmittag. Da ist von bis alles möglich. Ne? Robert Nissel ist in einer schwierigen finanziellen Krise. Um zu Geld zu kommen, will er sein Grundstück verkaufen. Den Verkauf sollen Anita Dakovic und ein Immobilienmakler organisieren. Und durch seine gute Menschenkenntnis kann er seinen Geschäftspartnern natürlich blind vertrauen. Die wenigen guten Menschen, die es noch auf der Welt gibt, die finden dann doch immer wieder zueinander. Ne? Gott sei Dank, es gibt auch gute Menschen noch. Wenn Sie das jetzt nicht verkaufen würden, wie viel Geld haben Sie jetzt schon reingesteckt, was momentan in diesem Projekt 470. Steckt? 470 sind drinnen, 470.000. Ich will nichts mehr mit Bauen zu tun haben. Mein Ziel ist es im Endeffekt, glaube ich, irgendwo was nachher dann zu kaufen. Wenn jetzt das nichts wird mit dem Bauen, ne, dann kaufe ich aber was Älteres, wo man schon weiß, da ist kein Wasser drin, da ist die Bausubstanz in Ordnung, da sind keine Risse drinnen, hat das Erdbeben überlebt. Und ja, ich sag jetzt nur, also so circa 20 Jahre alt, 15 bis 20 Jahre alt. Und dann kann man sicher sein und ich sag, tut die Suppe und ich brauche mich um nichts mehr kümmern. Laut dem Love Coach gibt es bereits Interessenten für sein Grundstück. Anwalt Franz Markus Nestl soll ihm beratend zur Seite stehen. Sie wird jetzt wahrscheinlich der Enkel sein. Und hat mit ein Angebot geholt zum anderen Baumeister, bei dem ich auch ein Angebot habe, zum Verkaufen. Und der Handel ist gerade jetzt auch beim Durchchecken, was wir tun, weil die Banken haben wir ja auch die zwei, die uns zugesagt haben. Jetzt sind wir gerade am Checken, was für mich das Beste ist, wo ich am wenigsten blaue Auge habe. Ich glaube, der Nissl will im Endeffekt jetzt noch den größtmöglichen Profit, soweit es geht, herausschlagen und dann neu beginnen und was Neues machen. So ist es. Das ist die Message bei mir angekommen. Kaufen und ein bisschen was Älteres, wo ich das Neubaurisiko gar nicht mehr habe. Was ich jetzt gehört habe in der Besprechung, halte ich für schlecht.
dass die überhaupt der Geld zu holen ist. Weil, so wie ich das verstehe, die dort involvierten Herren nehmen Geld vom einen und geben es dem anderen. Das ist immer so eine Weitergabe, aber das Loch wird ja nicht kleiner, nicht? Der Love Coach überlegt, entweder mit seiner Frau auf die Philippinen auszuwandern oder sich ein Haus in Österreich zu kaufen. Ich möchte wieder zwischen Baden und Wiener Neustadt in der Gegend so rundum und um. Wieder bauen? Kann er weitlich südlich? Nein, nicht bauen mehr. Fertig kaufen. Fertig kaufen. Mit Bauern kriegt man mit mir nicht mehr hin. Nein, einmal hat man gereicht. Und wenn ich baue, in die Philippinen. Weil dann sage ich zu meiner Schwiegermutter, du hast es super bauen lassen. Bau dasselbe für mich noch einmal irgendwo und gebe das Geld und die Geschichte hat sie. Und das macht ja nicht viel aus. Das kostet einen Mittelklassewagen, kriegst du drüben ein Haus. Genau. Na, tun wir einen Mittelklassewagen. Nicht einmal unter einen Mittelklassewagen. Kennst du dich dort überhaupt aus? Also, na, aber, du wohnen willst, dann. Oh ja, na, meine Frau ist ja von dort. Also, wenn meine Frau von dort ist, was soll passieren? Ne? Kannst du dich an den Lebensstandard dort gewöhnen? Wieso der Lebensstandard? Ist schön. Von 3 Bediensteten bedient zu werden, ist doch schön, bitte. Das Personal kostet 100 Euro im Monat. Das ist überbezahlt, aber mit 100 Euro. Normalerweise sind 80 Euro, zahlst du für Hauspersonal dort. Das ist eine andere Welt. Also da lass die bedienen hinten und vorn, bekochen, bedienen, batteln. Das ist einmal der offizielle Teil. Und dann sind die Verwandtschaft sowieso, die immer kommt und auch noch mithilft. Die sind immer dabei, das immer leben. Das ist anders als dort. Bis heute konnte Robert Nissel weder das Grundstück noch sein Auto verkaufen. Und sein Geld hat der Love Coach weiterhin noch nicht bekommen. Heinz Nowak hat zu seiner Buchpräsentation in ein Wiener Rotlichtlokal geladen. Nachdem er sich noch am Zimmer mit einer Dame entspannt hat, begrüßt er die wenigen Gäste persönlich. Gerade einmal 15 Freunde und Kollegen sind von den 500 geladenen Gästen gekommen. Na gut, dann gehen wir so. So 20 Minuten, dann ab 10 Uhr. 2-3 Durchstrafen, und zwar von der Jugend weg. Dann, wie ich es Tritsch-Tratsch gehabt habe, in der Ungergassen. Und dann wäre ich mit Mario in Thailand fahren. Gell? Fangen wir an. Also, da es für meine Mutter immer schwerer wurde, mit mir fertig zu werden und mich die Geldlade im Gastlokal meiner Mutter immer wieder magisch anzog, fasste sie den Entschluss, die Fürsorge einzuschalten. Doch die Präsentation nimmt eine unerwartete Wende. Plötzlich taucht Erol Yilmaz auf. Laut seiner Aussage schuldet Heinz Nowak ihm noch mehrere hundert Euro. Er soll auf der gemeinsamen Slowakei-Reise über seine Tasche gefahren sein und dabei wäre eine Brille zu Bruch gegangen. Als wir belegt waren, gab ich sie Thomas als Tageshilfe. Das war ihr Recht, weil ihr Freund... Pass auf, mein Einzel. Entschuldige, darf ich kurz unterbrechen? Ja. Ich habe ein paar Fragen an dich. Ja, jetzt habe ich aber keine Zeit. Oh ja, musst du kurz die Zeit nehmen? Na, sicher nicht. Weil sonst nimmst du das ja auch nicht. Ja, ich habe keine Zeit. Also Frage 1, beantworte mal mit Ja oder Nein. Hast du oder hast du nicht mit deinem Auto meine Tasche überfahren? Nein. Hast du nicht? Nein. Hat nicht das ganze Team gesehen? Die anderen Fragen hat nicht das ganze Team gesehen, dass du über meine Tasche drüber gefahren bist? Na komm, ganz normal, wir reden nur. Tschüss, ich hab jetzt keine Zeit für den Blödsinn. Hast du, bist du oder bist du nicht über meine Tasche gefahren? Ist mir nichts bekannt. Hast selber gesehen. Erstens. Zweitens. Hast du oder hast du nicht gesagt, du brennst mir die Brille, die was kaputt gegangen ist? Was für eine Brille? Was ist das für eine Brille? Grobrille oder was? Du hast mir schon gesagt, du bäckst das. Eine Grobrille, ne? Was eine Grobrille? Meine Armani-Brille. Du hast doch nicht einmal in deinem ganzen Leben noch was Echtes gehabt. Nur weil du gefitzelte Sachen nur hast. Außerdem hab ich dir dann. Führ mal den Handtickel her. Ich hab dir außerdem dein. Geh jetzt da her auf, Alter. Ich will dir nicht packen, du bist da einer Mann. Geh weg. Sei froh, dass du Unterhosen hast. Setz dich wieder hin. Koffer, gib her das. Was gib her das? Ich bin nicht der Kleine, Alter. Mit mir brauchst du nicht zu spielen. Sag ich dir. Ja, da. Auf einmal hast du das jetzt da? Was? Nein, ich gib's dir, was du so an dich. Ja. Ja. Ja, passt schon. Ja, ich geb auch. Ja, also packst du es nicht, oder wie? Nein. Ha? Nein. Und wieso? Warum? Weil ich es hingemacht habe. Wenn ich es hingemacht habe bei dir, ja, jetzt. Hast du mir gezeigt, dass hier mal nach? Wie? Du bist doch davon gebraust. Ich kann es davor legen, mit Rechnung und alles. Ja und? Ja. Anders kann ich dich auch nicht erreichen. Du weißt ja, wo ich wohne. Wo soll ich das wissen, wo du wohnst? So, kann ich jetzt weiterlesen?
Nein, kann man den Herrn irgendwie entfernen? Braucht es jetzt ein anderes Maus? Bitte, seien Sie nett. Kommen Sie raus. Seien Sie nett. Dankeschön. Ich war überrascht. Ich weiß nicht, was da vor sich gegangen ist. Er hat mich zwar immer kontaktiert und hat gesagt, seine Brille ist kaputt. Ich habe gesagt, du, ich brauche die alte, die kaputte Brille. Wenn du mir die bringst, können wir drüber reden. Hat mich zwar ein bisschen aus dem Konzept gebracht, so ehrlich bin ich, aber ich habe mich schnell wieder gefasst. Ich kann den alten Mann nicht angreifen. Aber ich wollte ihm halt das Handtuch wegziehen, aber dachte, dass er wenigstens ein bisschen blamiert. Schade, dass er seine Unterhose angehabt hat, sonst hätten alle seinen kleinen Spatz gesehen. Ich wollte ihm auch nichts machen, ich wollte ihm nur das Handtuch wegreißen, sondern aufgestanden ist. Ich meine, ich bin nicht der Klein. Wenn ihr jemanden schießt, dann kommt er ins Krankenhaus. Er könnte mein Großvater sein. Das macht mir nicht für die Leute, das macht mir auch nachher dann nicht. Unter vier Augen aus. Sie haben sich aber trotzdem dazwischen gestellt. Ja, dass er Ruhe gibt, dass er sich schleichen tut, dann nicht, dass er sich schleichen tut und der Herr weiter lesen kann. Weil die Gäste wollen alle das her, das Buch nicht. Und nicht den kleinen Errol da sehen, kann man da rufen. Jetzt wollen wir wichtig machen, nicht für die Leute. Ich brauche das nicht wichtig machen. Weil die sind Leute alle da, die haben ihm alle am Schädel. Da brauche ich nicht einmal was machen. Da kann ich zuschauen sogar. Nach den Tumulten während der Lesung ist Heinz Nowak froh, das Lokal unbeschadet verlassen zu können. Wenn was gut anfängt, endet es meistens schlecht. So war es da auch. Ne? Wie der Rübezahler auf einmal vor mir steht, ne? Das war schon ein Schock irgendwie. Ne? Manfred Anders hat seit Wochen kaum noch Kontakt mit seiner Polenbekanntschaft Maschina. Nachdem sie sich einige Male gesehen haben, wollte die 47-Jährige vor allem finanzielle Zuwendung vom Wiener. Das Einzige, was er falsch gemacht hat, hat zu wenig Geld mitgenommen. Der hätte ein bisschen mehr Geld mitgenommen. Drin, ne? Na klar, jeder will Geld ein bisschen was. Ich bin immer ohne Geld heimgekommen. Ja, du? Ja, ja, na ja, okay. Die wollen alle finanziert werden. Das ist wurscht, was du fährst. Jeder will finanziert werden, ein bisschen. Nicht? Kommt nur der Preis an. Nicht? Umso mehr, umso besser. Na ja, also wenn ich unbedingt... Wenn eine Frau nur mit dem Geld kriegt, brauche ich es nicht. Dass ich was kaufe, ist eh klar. Aber ich mein, was kostet denn? Du, mein Schönes, Euro, was ich gefällt. Du musst den Konkurs anmelden jetzt, nicht? Da ist er gescheit, da ist das. Da umgekommen. Das ist der russische Hitten. Da bist du deppert, wo zahlst du mit hin? Ja, in die, ins Buratino. Was zahlst du denn dann? Wodka jetzt? Trinkst du einen Wodka, dann zahle ich dann. Ja, irgendwas trinkt man schon. Ja. Bei der Köden gehen wir um. Gastronom, na boida, bist du gelähmt. Dobre. Dobre, dobre. Dobre, Jens. Kartilla? Schon. Hallo. Wir sprechen sehr gut Deutsch, gell? Wir geben uns die größte Mühe. Okay. Nach 30 Jahren in Wien soll man nicht Deutsch sprechen? Ja, schon, ja. Ich habe jetzt extra ein bisschen Russisch gelernt, ein paar Wörter, aber wie ich sehe, sprecht sie besser Deutsch wie ich wahrscheinlich. Und von wo Russisch? Wer hat beigebracht? Ja, im Internet kannst du alles raus. So, ja, so Phrasen halt, nicht? Wie geht's denn? Was, ich brauche eine Flasche. Ich weiß, früher war in der Schule Flasche auch. Wodka oder was weiß ich. Probier mal. Also, okay. Wir können ja so tun, als ob wir sonst nichts verstehen. Okay. Nein, so viel kann ich ja nicht. Ja. Was heißt Savasche Strajowie, oder? Savasche Strajowie. Savasche Strajowie. Auf euer Wohl. Genau. Aber dafür müssen wir was einschicken. Ne? Ja. Dann anstoßen. Dann brennen wir was. Das ist einschicken, anstoßen und dann. Brennen wir was, dann soft. Trinkst du Stamperl mit? Na sicher. Bei den Russen, bei den echten Russen, ja? Wenn du klopfst in der Tür. Bist du erschossen gleich. Bekommst ein Glas und dann grüß Gott. Zuerst ein Stamperl und dann grüß Gott. So isst man die Salzhocken zuerst oder nein? Nein, zuerst trinken, okay. Dann essen. Machen wir auch Bekanntschaft, ja? Bekanntschaft, ja. Und bei uns sagt man nicht zum letzten Mal. Prost. Prost. Gemeinsam mit Mario Orsolitsch will er die Frauen aus dem Osten verstehen lernen. Und wo geht das besser als in einem russischen Geschäft? Mit viel Wodka und echtem russischem Lachs kommen sie mit dem Besitzer ins Gespräch. Du kennst dich aus mit den Frauen aus dem Ostblock, nicht? Russland oder Ukraine und so weiter. Auf was legen die besonders Wert, ja? Beim Mann, ja? Zum Beispiel beim ersten Mal sehen, kennenlernen oder so. Kannst du mir da was sagen? Oder? Sicher. Ja. Und jetzt sag ich Wodka saufen. Nein, okay. Überhaupt nicht. Also, charmant solltest du sein und höflich. Okay, sowieso, ja. Du sollst ihr Komplimente machen.
besonders wichtig. Dass sie schön angezogen ist und so. Ja. Ah, wurscht, ja. Hauptsache. Ja, wurscht, schöne Augen, sagt der jeder. Ja. Du musst ja was einfallen lassen. Auch das ist gut. Schöne Augen, schöne Haare, schöne Ohren, schöne Nase, schöne Nasenlöcher, wurscht. Ja. Für dich hole ich die Sterne vom Himmel und so. Ich hole die Sterne vom Himmel. Das glaubt alles, ja. Okay, wurscht. Ja, passt, ja. Das geht mir aus. Ja. Ob sie glaubt oder nicht, egal, aber sie will es hören. Und du sollst dir zeigen, wenn das in einer Lokalität ist und nicht privat zu Hause, sondern in einer Lokalität ist, du sollst dir zeigen, dass du nicht besonders sparsam bist. Dass du, wenn, das ist schlecht, mein Schalle. Deswegen ist aber nicht einmal die Frage gestellt haben. Weil der das geht nicht, weil dieser Schalle einmal einen Euro ausgibt, ja, 310 Meter Grad. Das heißt jetzt nicht, dass du jetzt an den Tag. Wirst du auf das kommst. Das sind alle Frauen eingeladen. Das gehört von den Frauen, Schalle, alle. Das heißt jetzt nicht, dass du den teuersten Champagner bestellen sollst, aber du kannst sie gerne fragen, ob sie noch was trinken möchten, bevor du sagst, geh mal. Nein. Noch ein Getränk ist schon aus. Ich habe ja eine gute polnische Freundin jetzt. Ah, wirklich? Aber was ist da passiert? Eigentlich bei der Maschine. Es ist gar nichts passiert. Ja. Eigentlich gar nichts. Es ist einfach so, mir hat ein bisschen täuscht, irgendwie. Das heißt, wenn man jetzt nicht dieselbe Sprache spricht, ja. Mir geht es langsam irgendwie. Ja. Sie lernt zwar jetzt Deutsch und so weiter, und man muss halt die Zeit geben, um ein Jahr, sage ich mal, bis sie besser Deutsch spricht, weil ich meine, wie will mich unterhalten können mit jemandem. Ne? Warum lernen Sie nicht Polnisch? Das ist nicht zielführend, ja. Warum nicht? Ja, weil ich nicht nach Polen ziehe, sondern ich habe da mein Lebensinhalt. Ich lerne sowieso Polnisch nebenbei, ein paar Ausdrücke. Ja. Das heißt, sie zieht nach Wien vielleicht? Ja, wandern muss sie schon daherkommen. Erstens ist es für sie sicher besser. Ihre Kinder sind jetzt, der Älteste ist, glaube ich, 24, der zweite, der Sohn ist 20 oder so. Also die werden auch mal irgendwann ein Leben haben. Und ich glaube, sie verdient da oben 400 Euro. Das kannst du mit derselben Arbeit kannst du dreimal so viel verdienen. Ne? Und darum glaube ich, wäre es besser, wenn das länger dauert, die Beziehung, dass sie da herkommt. Ne? Frauen aus dem Osten wollen vor allem typisch russische Produkte. Und so lässt es sich Chicken Charlie für alle Fälle nicht nehmen, sich für zu Hause russischen Wodka und Gurken auf Vorrat mitzunehmen. Kasperna, zu 10 Decker, zum Polieren halt, was ich. Sindecker Fisch? Ich krieg halt Besuch und das lege ich euch auf den Tisch. Wie ist das einer, oder was? Ja. Wie sind Sindecker Fisch? Nein, das ist eine Handvoll. Gut, du willst ja wissen, wie viel Sindecker Fisch sind. Ich weiß nicht, ich kaufe keinen Fisch. Das ist die Lande her von Fisch. Nein, danke. Ja, wirklich, das weiß man nicht. Ja, ich zahle das und lade das selber. Ich zahle das und driss selber den Dreck. Ein Fisch ist kein Dreck, okay? Nein, ich will keine Fisch. Fangen wir mit den teuren Sachen an. Die teuren Sachen. Eier. Wie viel sind 38,80 in Rubel? Na, mal 60 circa. Und du kannst einen Rubel? Mal plus minus 60. Rubel ist 1 Euro. Ein Rubel ist 1 Euro? Nein. 60 Rubel ist 1 Euro. Euro. Das heißt, mal 60. 38 mal 60. 38 mal 60 wären jetzt 2280. 2200 habe ich ausgegeben. Das ist circa. Das ist ein bisschen weniger als eine Monatsrente dort ausmacht. Nein. 3000 Rubel ist circa eine Monatsrente. Der Einkauf war Monatsrente. Mehr oder weniger. Von was lebt der dort? Da kann sich kaufen 10 Decker Fisch und 2 Wurst. Ja. Super. Das ist das Leben. Da muss es sich ändern. Ne? Deswegen sind wir ja froh, dass wir da sind und nicht dort. Auf das sollte man trinken. Sogar einmal. Ehrliche Idee. Du hast die besten Ideen. Naja, erst. Und aufs Leben, alles andere können wir sich kaufen. Ganz genau so ist es. Aufs Leben, auf die Gesundheit. Gleich bei das Geschäft mit der Liebe. Mario Orsulic versteht nicht, warum sich Chicken Charlie Maschine ausgesucht hat. Das ist gescheiter, meine Interpolin oder was, die war schon da. Die kann schon Deutsch. Und Heinz Nowak weiß, wo er seine letzten Stunden verbringen wird. Wir werden es einmal dort ausgetragen. Aus dem Puff. Meine ich nicht, wen find. Seit einigen Wochen herrscht zwischen Manfred Anders und seiner Polenbekanntschaft Maschine Funkstille. Vor allem die Sprachbarriere stellte sich als größtes Hindernis zwischen Chicken Charlie und der Polin heraus. Wir sind eigentlich immer in Verbindung, ja, aber natürlich habe ich was unterschätzt, ja, die Sprachbarriere. Ne? Einfach, ich wollte mehr und mehr und mehr und so weiter. Jetzt haben wir das ein bisschen zurückgeschraubt. Ja. Das heißt, sie lernen jetzt Deutsch und das dauert. Ja, weil es kann ja keiner Deutsch lernen in 2-3 Wochen. So oft, ja. Das, also, für mich ist das Projekt auf ein Jahr. Okay, lernen ein bisschen, dass wir sie unterhalten können. Aber einen trinken wir noch. Eins haben wir noch schnell. Ja. Gibt es nicht genug Polinnen in Wien? Gibt es genug. Ach so? Es gibt genug Ungarinnen in Wien. Wieso hast du dich daheim lassen? Du lässt dich daheim und wie um was genau. Du herkommst. Da ist gescheiter, meine Polin oder was, die war schon da. Schon ist. Da die ist, kann ne? Schon Deutsch haben, aber der Schauer nicht normal, ich muss ja Deutsch. Ja, also
Polen gibt es keine Ungarin, eine Russin, eine Ukrainerin, ja. Weißrussin, gibt es eh alles. Drei Jahre drei Ungarinnen kennengelernt. Ja. Wir haben es nicht unrecht, die Herren, oder? Sie haben vollkommen recht. Ja. Charlie will ja nicht Deutschland. Ich wollte Originale haben, ja. Originale Polen, die muss ich nicht Deutsch sein, ist ja alles anders. Die ist nicht Deutsch. Warum? Naja, weil die Original ist, ja. Original Polen. Ja. Aber irgendwann ist sie auch dann länger da. Nein, bei ihm nicht. Nur nach ein, zwei Jahren wirst du sagen, na, jetzt will ich wieder Originale. Ja, nein, das passt schon. Ich will einmal Originale und die passt dann, ja. Nein, die ist schon gut. Original Polen, ja, ja. Nein, die ist, ist ganz eine Liebe. Na ja. Das liegt alles in den Sternen. Du kennst ja die gar nicht. Hast du, das, hast du mit der schon ein Wort geredet? Ich sag, wenn er ein bisschen was finanzieren tut, dann ja. Wenn nicht, dann glaube ich, nein. Schaut schlecht aus. Finanziert den Deutschkurs zum Beispiel. Du hast 400 Euro jetzt endlich? Na, 400 kostet er nicht. Kostet nur 200. Sie hat ja gesagt 400. Ja, das gebe ich ihm 150. Das kostet nur 100. Was du gut. Also, auf die Liebe. Auf die Liebe. Auf die Liebe. Cheers. Extra Arschloch heißt das bei uns. Cheers. Heinz Nowak war bereits dreimal verheiratet und hatte etliche Beziehungen. Dennoch ist er noch immer auf der Suche nach seiner Traumfrau. Doch ob er die jemals finden wird, daran zweifelt der 66-Jährige mittlerweile. Nachdem er kaum finanzielle Möglichkeiten hat, ist er davon überzeugt, dass sich keine Frau für ihn interessieren wird. Doch auch seine Ansprüche an das weibliche Geschlecht sind zu hoch gesteckt. Es ist jetzt derzeit so, dass das, was ich suche, finde ich nicht. Und das, was ich finde, will ich nicht. Aber wie gesagt, es kann sicher noch was werden. Aber sehr schwer. Ne? Ich suche noch eine Frau, mit der was ich zusammenleben kann. Es soll am Anfang eher eine Wochenendbeziehung sein, vielleicht ein Urlaub, dass man sie näher kennenlernt. Und nur wie gesagt, ich habe halt ein Limit. Es gibt zwar auch hübsche und gepflegte Frauen mit 60 oder sogar mit 70, aber mein Limit ist halt maximal 50. Ich will halt ein bisschen älter bleiben. Auch wenn viele sagen, was mache ich mit dir in 10 Jahren, dann bist du vielleicht ein Pflegefall. Ohne Geld gibt es überhaupt keine jungen Frauen. Auch jede Frau, die einen älteren Mann nimmt und wesentlich jünger ist, hat entweder Komplexe. Oder sie denkt sich, das erlebe ich eh noch ganz locker, bis der das Zeitliche segnet und dann ist für mich genug da. Natürlich muss man ein bisschen was bieten, man muss irgendein Geschenk geben oder gibt man ihr halt, dass es nicht zu brutal ist, sagt man, da kauft er was selber, dass man halt nicht wie ein Schandl und das Ganze wie bei einer Prostituierten macht. Anlässlich der Veröffentlichung seines Buches Geiler alter Sack will er einem alten Freund ein Exemplar vorbeibringen. Und auch dieser weiß über die Eskapaden von Heinz Nowak zu berichten. Guten Tag. Ja, grüße. Richard. Eigentlich zum Heiraten war er nichts gewesen für eine Frau, muss ich schon sagen. Weil er hat immer alles gefordert, was die Frau hergibt. Nicht? Kann man sagen, von der Liebe, Sexuellen und das Ganze. Weil er war es so und ist wahrscheinlich, hat er sich bis heute noch nicht geändert. Nicht? Der ist immer mit Auto dahergekommen, natürlich hat er auch die Damen gehabt. Die haben sich natürlich auch natürlich immer was erwartet, weil da ist ein kleiner Prinz dahergekommen. Nicht? Aber dann sind sie munter geworden, nicht? Dass bis zu einer gewissen Sache nur gegangen ist und dann halt was ist nichts mehr gegangen und dann waren sie weg. Sagen wir so einmal. Dann wünsche ich so dir noch alles Gute, Richard. Ich wünsche dir auch alles Gute. Und wir hören uns und ich komme dich besuchen, wenn es ein bisschen wärmer wird und du offen hast. Ja, und vielleicht könntest du dann noch ein zweites Buch. Ja, das ist aber machen, dann eine Kurzfassung, weil ich nicht mehr lang lebe. Ach so, hast du ja. Schon? Ja, ich glaube 10 Jahre noch und das ist ja. Das sind ja 50 Jahre und ist schon dünn. Aha. Ich glaube, wenn ich jetzt noch 10 Jahre lebe, dann ist ja das nur mehr ein fünfseitiges Buch. Na ja, so schlecht schaust und, man du und nicht ich glaube ja, so viel werde ich sexuell nicht mehr erleben, dass ihr Buch ausgeht. Die Viagra hast du eh schon 30 Jahre gefressen. Über 40 schon, da sind sie rausgekommen, weil der Erste. Also 40, denke ich mal schon, weil das ist ja, wenn sie weiterhin noch schmecken, bitte sehr. So viel brauchst du nicht sagen. Also, Entschuldigung. Wiedersehen. Wiedersehen. Bei den Gedanken, keine Frau mehr für seinen Lebensabend zu finden, kommt Heinz Nowak ins Grübeln. Obwohl ich 66 Jahre alt bin, ist Sex für mich noch immer eins von den wichtigsten Sachen. Also ich könnte mir keine Beziehung vorstellen, wo nicht Sex wäre. Und wenn das nicht möglich ist, dann wäre ich halt leider Gottes in dieser Halbwelt, die gespickt ist von Bordellen etc., mein Lebensabend verbringen. Wir werden es einmal dort rausgetragen, aus dem Puff.
wenn ich nicht wen finde. Aber gibt ja keinen schöneren Tod,